Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play World of Warships und diesmal mit dem Stufe 1 Kreuzer der Russen, die Orlan. Wir stürzen uns damit auch ins Koop-Gefecht, wie ich hier hauptsächlich Koop spiele, auch wenn das manchmal ein bisschen zäh ist, weil man lange sammeln muss für XP und solche Sachen, aber ist halt ein bisschen viel entspannender als dieses PvP. Also ab die Post. So, wir kriegen immer Polar. Ist fürchterlich. Es geht auch andere, aber wenn jedes Mal, wenn ich aufzeichne hier, also was die mit der Polar-App haben, immer so trist und grau. Na gut. Würde euch ja gehen, lieber eine schönere Map vorstellen. Gibt es da auch. Auch hier auf Tier 1. Stufe 1. Aber ist egal, was soll's. Stufe 1 kann man richtig schön in die Fresse fahren. Gibt es keine Zerstörer, keine Schiffe mit Torpedos, keine Flugzeuge. Einfach voll drauf. Das ist halt irgendwie das Komische an den Bots. Die Torpedos schießen ja eigentlich, können die eigentlich ganz gut rumgehen. Aber mit der Artillerie, da schießen die wie mit einer Kartoffelkanone. Ich weiß nicht, schon lustig irgendwie. Seltsam. Die sind auch recht gut, Torpedos auszuweichen, die Bots. Also da muss man schon irgendwie. Aber egal. Kann man immer mal gucken, ob man noch gut zielen kann. Die Kurve gekratzt und ist da nicht hängen geblieben. So lustig. Kann auch einfach da in der eigenen Base warten. Die kommen da alle hin. Von alleine. Fahren alle zu unserer Base und wieder hinterherfahren. Jetzt landen wir irgendwo. Das ist die volle Breitseite. Das ist kein Winkel für. Oh, jetzt. Hallo, Eigner, weg da. Gegnerischer Kreuzer versenkt.
Gut, sammeln sich alle. Guck mal, alle sitzen wieder daheim. Alle in unserer Base. Bot. Nur warten dann. Ist aber gut jetzt hier. Sieg, genau. Ab Stufe 2 hat man dann wieder Kreuzer dabei. Dann ist das nicht mehr so spannend. Na gut, ich sag dann mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.